Es gibt Hasen ohne Ende hier. Das sind derzeit über 500, über 30.000 Ostereier hier in der Scheune. Bei mir bewegt sich sehr viel. Ich setze das Ganze in Szene, in Bewegung. Ich finde am besten, wo da vorne der Hase schnarcht. Er arbeitet Tag und Nacht, auch in Gedanken dann immer wieder an neuen Objekten. Mir hat das schon immer Spaß gemacht, das Bauen, das Düfteln. Und ich habe noch so viel Reststrom in mir, den ich hier rauslassen möchte. Okay, bitte. Okay, bitte. Jetzt gucken wir mal nach oben kommen. Okay, bitte. Und die Hasen. Es gibt Hasen ohne Ende hier. Das sind derzeit über 500. Und wenn ich richtig gezählt habe, sind es über 30.000 Ostereier hier in der Scheune. Ja, und die Besonderheit ist, bei mir bewegt sich sehr viel. Ich setze das Ganze in Szene, in Bewegung, mit Motore. Und das ist richtig anschaulich und lebhaftig hier in der Scheune. Da gibt es eine Ostershow noch dazu. Ja, die Leidenschaft zu dieser Osterscheune, das ist erwachsen aus meiner Weihnachtsscheune. Die hatte ich als erstes 2005 und da hatte ich Antriebe schon sitzen. Und da dachte ich mir, jetzt setzt du die Osterhasen drauf und machst die Eier ran an diesen dieser Motorik. Und dann ging das so mit Ostern los. Ja, das mit den Motiven und dieser Gestaltung. Das ist am Laufen bei mir, das geht nachts los.
dann schlafe ich schon mit ein, was machst du am nächsten Tag oder in der nächsten Woche, was kannst du Neues bringen, die Leute sind ja auch in Erwartung, dass da was Neues erscheint immer wieder. Ne? Und da mache ich mir Gedanken und meistens klappt es, dass ich hier was Neues zeigen kann. Ja. Ja, meine Frau, die muss so einen Kerl wie mich ertragen können. Ne? Mittlerweile hat sie sich schon daran gewöhnt. Und wenn ich immer Zukauf mache, dann tritt sie auf die Bremse, sagt sie, musst du denn noch, hast doch schon genug. Aber ich finde da immer wieder ein Löchle, wo ich das hinpropfen kann. Ne? Und ja, ich meine, schimpfen tut sie nicht. Und das ist schon mal wichtig, sie schimpft nicht. Ja. Und dann ist es ja. Dann ist ja folgendermaßen, wenn ich so viele Hasen hier habe, die kriegen ja jedes Jahr auch Junge. Ne? Das ist, der Nachwuchs ist gesichert. Naja, es gab schon manchmal Schneeflocken so mit oben drauf, aber das ist diesmal ein bisschen extremer, weil wir schon in der Zeit so weit fortgeschritten sind. Ja, das sind halt dann die Schneehasen. Dran gewöhnt, dass ich viele Besucher habe. Also, bevor das losgeht, mache ich schon mal einen Probelauf, alles sowas. Ne? Weil es muss ja alles auch dann punktgenau funktionieren. Das ist auf Langlebigkeit gebaut, meine Sachen hier, die sich bewegen und drehen. Ich kann nicht immerzu nur reparieren. Also, das ist schon, ja, also ich bin ein bisschen vorbereitet. Und freue mich, wenn natürlich viele Besucher kommen und sich das hier anschauen. Und mir hat das schon immer Spaß gemacht, das Bauen, das Düfteln, das, naja. Und ich habe noch, das möchte ich loswerden, so viel Reststrom in mir, den ich hier rauslassen möchte.